Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um die bioidentischen Hormone oder auch die bioidentische Hormonersatztherapie. Du lernst heute also, was bioidente Hormone eigentlich sind und wie sie konträr zu den konventionellen Hormonen der Hormonersatztherapie wirken, was für Vor- und Nachteile sie haben und ob bioidentische Hormone tatsächlich natürlich und pflanzlich sind. Viel Spaß dabei! Ja, dann klären wir doch zunächst erstmal die Frage, was bioidentische Hormone eigentlich sind. Der Name sagt es eigentlich schon. Bioidentisch bedeutet, dass die chemische Struktur eines Hormons den körpereigenen Hormonen nicht nur ähnelt, sondern komplett identisch sind. Wenn mein Eierstock, den ich nicht habe, also ein Progesteronmolekül produziert, dann ist das mein körpereigenes Hormon. Wenn ich mir eine Pflanze schnappe oder ein anderes Produkt und aus diesem ein Hormon herstelle, was in der chemischen Zusammensetzung und der chemischen Struktur genauso aussieht, dann ist das bioidentisch. Und dann kommen wir zu dem nächsten ganz wichtigen Punkt, was viele auch nicht wissen. Adjektive wie natürlich, pflanzlich, körpereigen werden ja immer wieder in den Topf geworfen, wenn es um bioidentische Hormone geht. Aber, das muss man dazu sagen, auch bioidentische Hormone stammen aus dem Labor, werden im Reagenzglas, wenn man so möchte, hergestellt. Da werden jetzt viele aufschreien und denken, hä? Ich dachte, die wären bioidentisch. Tatsächlich gibt es die Möglichkeit für uns Menschen, aus gewissen Pflanzen Steroidgerüste rauszufiltern, aus denen wir dann letztendlich ein Östradiol oder ein Progesteron oder ein Testosteron herstellen können. Aber wir können diese Pflanze jetzt nicht tonnenweise essen und unser Körper hat die enzymatische Ausstattung, um daraus die körpereigenen Hormone zu produzieren. Das schafft er eben nicht. Allen voran wird ja immer die Jamswurzel genannt. Das ist wahrscheinlich auch die Wurzel, die ihr kennt, wenn es um bioidentische Hormone geht. Die wilde Jamswurzel wurde vor vielen Jahrzehnten genutzt, um einen Stoff herzustellen, der Diosgenin genannt wird. Und man macht sich da diesen Steroidring quasi zunutze, um körpereigene bzw. bioidente Hormone daraus zu produzieren. Warum eigentlich Jamswurzel und nicht irgendeine andere Pflanze? Zum Beispiel könnte man bioidente Hormone auch aus Soja produzieren oder sogar aus der Kartoffel. Man hat sich auf die Jamswurzel geeinigt, weil sie relativ kostengünstig war und ist und relativ leicht anzuzüchten war und ist. Also ist es die Jamswurzel geblieben, wenn man erstmal einen großen Erfahrungsschatz mit einer Pflanzengattung zum Beispiel hat und dem Prozedere und der chemischen Struktur, dann macht es das natürlich für die Zukunft auch einfacher. Aber theoretisch kann man andere Pflanzen auch dafür nutzen, bioidentische Hormone herzustellen. Jetzt ist es aber nicht so, und das ist der zweite ganz, ganz wichtige Punkt, und da muss man wirklich auch bei der Werbung aufpassen, weil es wird einem natürlich immer so suggeriert. Man kann jetzt nicht eine Wagenladung Jamswurzel essen oder in Jamswurzelöl baden. Daraus wird niemals auch nur ein Progesteronmolekül synthetisiert vom Körper, denn uns fehlen die Enzyme dafür. Wir müssen sie also wirklich selbst herstellen. Und damit ist diese Hormonersatztherapie mit den bioidenten Hormonen auch nicht pflanzlich. Und sie ist auch unter Umwegen vielleicht natürlich, aber trotzdem muss da ein Mensch sein, der das im Labor herstellt. Nächster Punkt. Wie unterscheidet sich denn eigentlich jetzt die bioidentische Hormonersatztherapie zu der konventionellen Hormonersatztherapie? Wer jetzt nicht weiß, konventionell, was meint er damit, kann sich dieses Video gerne mal anschauen. Hier erkläre ich auch die Basics bei der Hormonersatztherapie. Der Unterschied ist gerade den ich beschrieben habe. Wir haben also körpereigene Hormone in der chemischen Struktur, die natürlich auch körpereigen wirken. Jeder Rezeptor für Progesteron oder Östradiol oder Östron im gesamten Körper von Hacke bis Nacke funktioniert also, wird durch diese Hormone angesprochen, die bioidentisch sind. Im Gegensatz dazu haben wir konventionelle Hormone, die auch synthetisch hergestellt wurden, die zum Bruchteil nur Rezeptoren ansteuern. Wir haben also eine sehr gute Wirkung auf die Gebärmutterschleimhaut zum Beispiel oder auch auf die Eierstöcke. Vielleicht haben wir aber auch keine gute Wirkung auf das Gehirn, wo 25% der Rezeptoren auch Steroidrezeptoren sind, also auch vom Progesteron oder zum Beispiel Östradiol bedient werden. Und das macht auch ganz oft das Nebenwirkungsprofil aus.
Denn man muss ja auch sagen, diese synthetisch hergestellten Hormone der konventionellen Hormonersatztherapie blockieren die körpereigenen Rezeptoren, sodass die körpereigenen Hormone, die ja trotzdem vielleicht noch da sind, keinen Platz mehr finden anzudocken und ihre Wirkung zu erzielen. Das ist also der große Unterschied. Jetzt fragen sich viele, ja, warum gibt es denn überhaupt noch die konventionelle Hormonersatztherapie, wenn doch die bioidentische so viel besser zu sein scheint? Weil wir das seit Jahrzehnten so machen und weil sie natürlich auch sehr wirksam ist auf die speziellen Gewebe, wie ich schon erwähnt habe. Ich finde, der Unterschied wird immer am deutlichsten, wenn man sich überlegt, wie so eine Antibabypille funktioniert und wie man sich überlegt, was funktioniert da eigentlich. Wir haben ja in der Antibabypille ein Östrogen und ein sogenanntes Gestagen, also auch ein Gelbkörperhormon, was synthetisch hergestellt wurde. Also eigentlich die zwei Hormone, die ja im Körper, also die körpereigenen Hormone, eine Schwangerschaft wahnsinnig begünstigen. Die bilden ja eine Gebärmutterschleimhaut aus, die gemacht ist für ein Embryo. Die wird aufgebaut, umgewandelt, Glykogen eingelagert. Alles wird für die Schwangerschaft gestaltet. Progesteron heißt ja nicht umsonst Progestare, also für eine Schwangerschaft, denn es ist ein wahnsinnig schwangerschaftsförderndes Hormon. Die Gestagene, also die synthetischen Gelbkörperhormone, haben genau den gegenteiligen Effekt. Sie machen eben keine schöne aufgebaute Schleimhaut, sondern ganz im Gegenteil, die Schleimhaut wird ganz dünn, klein und eben überhaupt nicht umgewandelt. Deswegen sind die Antibabypillen ja auch wahnsinnig wirksam gegen eine Schwangerschaft. Obwohl ja ähnliche Hormone genutzt werden. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und deswegen haben bioidentische Hormone auch viele Vorteile, manchmal auch Nachteile, weil man vielleicht den einen oder anderen Effekt an einem bestimmten Rezeptor ja gar nicht möchte. Vielleicht möchte ich gar nicht, dass das Progesteron müde macht, wenn ich es oral nehme. Komme ich gleich noch zu. Jetzt gibt es auch, und das habe ich ja in dem Video schon erwähnt, verschiedenste Applikationsformen von Hormonersatztherapie. Ich kann es schlucken, ich kann es mir auf die Haut schmieren, ich kann es mir vaginal einführen und auch rektal zum Beispiel. Denn auch Männer können Hormonersatztherapie machen und weil sie keine Vagina haben, nutzt man da oft das Rektum zum Beispiel bei Prostataveränderungen. Und hier unterscheidet sich diese Subgruppe der Bioidentiker noch ein bisschen. Ihr habt vielleicht mal von Rimkus Methode gehört. Das ist quasi eine Gruppierung unter den Bioidentikern, die sagen im Prinzip, reicht uns das Hormon Östrogen und Progesteron aus und wir geben das am liebsten auch nur oral, also als Tablette. Und dann gibt es die andere Gruppierung, zu denen ich mich jetzt auch mal zählen möchte, die sagen, ja, das kann funktionieren, aber ich habe ja eine ganz andere Wirkung, wenn ich etwas transdermal gebe. Außerdem finde ich die Hormone DHEA, also Androgen oder Testosteron, auch sehr interessant bei Libidostörungen, bei Beckenbodenschwäche. Und die bedienen sich halt anderer und mehrerer bioidenter Hormone und geben das Ganze eben nicht nur oral, sondern eben auch vaginal und transdermal, also über die Haut. Lasst uns das an einem Beispiel mal kurz durchdeklinieren, was ich mit oral, transdermal und was für Vor- und Nachteile es haben kann, meine. Wenn ich der Frau ein Progesteronpräparat gebe, was sie schluckt, dann kommt dieses Progesteronpräparat vom Magen über den Darm in der Leber an. Und die Leber ist unser Stoffwechselorgan, was alles spaltet, zerhackt, in irgendwelche Metabolite aufspaltet und das wieder in den Körper freigibt. Wir haben also, wenn wir irgendwas da reinwerfen, auf einmal ein ziemlich zerhäckseltes Molekül. Und viel von der Wirksubstanz Progesteron, die ich eigentlich haben wollte, bleibt auf der Strecke. Das möchte ich auch manchmal so, denn wenn ich Progesteron oral gebe, kommt zum Beispiel aus der Leber dann ein Molekül raus, was sich Allopregnanolon nennt. Allopregnanolon hat jetzt den Vorteil oder auch Nachteil, wie man es auslegen möchte, dass dieses Molekül sehr stark an den GABA-Rezeptoren im Gehirn wirkt. Und diese Rezeptoren sind angstlösend, schlaffördernd und machen ein bisschen ruhiger. Und das möchte ich vielleicht bei einer Frau, die Schlafstörung hat oder einer Frau, die Panik- und Angstattacken hat. Dann gebe ich auch Progesteron oral. Aber wenn ich eine Frau habe, die einen anderen Mangel hat, zum Beispiel eine Östrogendominanz oder einen Progesteronmangel, dann habe ich den Nachteil, wenn ich 100 Milligramm Progesteron oral gebe, bleiben nur 30 Milligramm als Wirksubstanz nach der Leber übrig. Ich muss dieses Progesteronpräparat also viel höher dosieren, damit ich dieselbe Wirkung erzielen kann, die ich ja möchte, hat den Nachteil wieder, dass es sehr müde macht. Möchte ich vielleicht bei der einen Frau weniger haben. Also gebe ich Progesteron doch über die Haut, wo es wahnsinnig gut aufgenommen wird. Wir haben da wirklich eine unglaublich schöne Resorptionsrate
Und wir haben diesen First-Pass-Effekt der Leber weniger. Anderes Beispiel wäre das Östrogen. Wenn ich Östradiol oral gebe, wird es in der Leber auch zerhackt. Ganz besonders im Maße bei der Antibabypille mit dem Ethinyl-Estradiol. Da ist also ein anderes Molekül noch dran gehaftet an dem Östrogen-Steroidring, was die Leber dazu zwingt, immer wieder dran rumzuwerkeln, immer wieder dran rumzuhacken, dass es irgendwann aufgespalten wird. Und jede Aktivierung der Leber produziert auch wieder Gerinnungsenzyme zum Beispiel, die die Gerinnung aktivieren. Deswegen hat eine Pille auch so ein hohes Thromboserisiko. Unter anderem auch die konventionelle Hormonersatztherapie mit konventionellen Hormonen. Östradiol an sich, bioidentisch, hat diesen wahnsinnigen Effekt nicht. Das wird relativ schnell aufgespalten. Aber es entstehen auch Metabolite, zum Beispiel Östron, die auch wieder nachteilig sein könnten. Und sie aktiviert auch die ganz normalen körpereigenen Östradiole, die Leber mit ihren Gerinnungsfaktoren. Also haben wir wieder ein thrombogenes Risiko, was ich minimieren kann, indem ich es transdermal gebe. Es gibt also sowohl für die orale als auch für die transdermale oder sogar die vaginale Applikation bei einer vaginalen Trockenheit Vor- und auch Nachteile, die man einfach kennen muss und individuell auch mit der Patientin besprechen muss. Und außerdem, wenn es zum Beispiel um Libido-Störungen geht oder auch Beckenbodenschwäche, kann auch DHEA zum Beispiel transvaginal oder auch Testosteron transvaginal gute Wirkungen erzielen, die ich oral zum Beispiel überhaupt nicht erzielen kann, ganz im Gegenteil. Nun zu den Nebenwirkungen bioidentischer Hormontherapien. Ich habe ja schon angedroht bzw. angedeutet, es wird ein Video kommen zum Brustkrebsrisiko bei Hormonersatztherapie. Es ist ein umfangreiches Video und dafür brauche ich einfach ein bisschen Zeit. Deswegen, es wird kommen. Wie sieht es jetzt bei den bioidenten Hormonen aus, wenn ich sage, ja, die sind ja körpereigen und bei körpereigenen Hormonen, da gibt es ja irgendwie keine Nebenwirkungen. Ansonsten hätte ja jede Frau jeden Monat irgendwelche oder in der Schwangerschaft Nebenwirkungen. In Klammern, die sie auch manchmal haben. Stichwort PMS, Stichwort Schwangerschaftsübelkeit, mal so als Beispiel. Also ja, wenn ich natürlich einer Frau zu viel des körpereigenen Hormons gebe, kann das natürlich Nebenwirkungen machen, das ist logisch. Man muss also mit der Patientin zusammen individuell festlegen, welche Dosierung für sie die richtige ist, um mögliche Beschwerden zu lindern und die Nebenwirkungen eben nicht aufflammen zu lassen. Aber ja, das Nebenwirkungsprofil, und das schreiben sich Bioidentiker immer auf die Fahne, ist nicht vorhanden, wenn ich im gesunden Maß bioidentische Hormonersatztherapie mache. Das ist also ein großer Slogan, der immer propagiert wird von Bioidentikern. Einen wichtigen Satz möchte ich noch sagen, weil ihr habt ja sicherlich auch gehört, wenn es um Hormonersatztherapie geht, ist irgendwie die konventionelle Hormonersatztherapie noch das dominierende Thema. Wenn es jetzt aber augenscheinlich so viele Vorteile der bioidenten Hormone gibt, warum ist das nicht quasi die First Line und das Nonplusultra? Und das fragen sich viele Bioidentiker seit Jahrzehnten. Und lustigerweise wird das immer diskreter im Hintergrund die konventionelle Hormonersatztherapie ablösen. Und das merken wir schon in einer Leitlinie, also das evidenzbasierteste Gut, was MedizinerInnen haben, eine Leitlinie. Und in den Leitlinien steht heutzutage auch die First-Line-Therapie bei einer Frau mit Gebärmutter für die Hormonersatztherapie ist ein Östrogen, was man am besten transdermal gibt, über die Haut, in Klammern bioidentisch. Und wenn sie eine Gebärmutter hat, muss man natürlich die Gebärmutterschleimhaut schützen. Und das macht man in Form eines Progesterons, was man vaginal als Zäpfchen zum Beispiel gibt, in Klammern bioidentisch. Das heißt, wir haben schon in der offiziellen evidenzbasierten Leitlinie bioidentische Hormonersatztherapie als Empfehlung. Das hat nur keiner mitbekommen und lief über die letzten Jahre so nebenher. Mittlerweile gibt es sogar Fertigarznei, bioidentisch. Progesteron, Östrogen einzeln gab es schon immer. Nun gibt es auch in Tablettenform ein bioidentisches Präparat mit einer gewissen Dosierung, die aber festgelegt ist. Die ist jetzt nicht individuell auf die Frau abgestimmt. Und das ist vielleicht der Nachteil der bioidentischen Hormonersatztherapie. Es gibt Fertigarznei. Man kann die sich auch zunutze machen und auf ein Kassenrezept, zum Beispiel bei klimakterischen Beschwerden, ein Östrogenpräparat und ein Progesteronpräparat rezeptieren, bekommt man von der Krankenkasse zurück. Geht es aber um andere
andere Konstellationen oder um individuell abgestimmte Dosierungen muss ein Individualrezept her. Da steht also eine Rezeptur drauf mit einer gewissen Prozentangabe dieses Hormons, was für die Frau bestimmt ist. Die geht mit diesem Rezept zur Apotheke, lässt sich das dort individuell anrühren, muss es aber selber bezahlen. Und das ist vielleicht noch der kleine Schmiss an der ganzen Geschichte über die bioidenten Hormone, denn es kann sein, wenn man es richtig macht und individuell rezeptieren möchte, muss man noch Geld in die Hand nehmen, um es selber zu bezahlen. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Das Thema gibt sicherlich noch Stoff für weitere 3 Stunden Videomaterial. Nichtsdestotrotz möchte ich euch nicht überfordern. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es mich doch bitte mit einem Abo wissen oder einem Like. Und wenn dich noch andere Themen interessieren, schreib es mir in die Kommentare. Dann werde ich diese Thematiken aufnehmen. Bis zum nächsten Mal.